Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2. Wir haben die Dark Story abgeschlossen. Und jetzt machen wir den Abschluss des Spiels. Given up yet? No, it's all over for us. What do you mean? I just received a message from my boss. This space colony Ark is currently approaching the Earth at an incredible velocity. It probably will impact Earth. What's that on the screen? This is a death sentence for every human being on Earth. If my calculations are correct, the space colony Ark will impact the Earth in 27 minutes and 53 seconds. All of you will be destroyed, along with your beloved planet Earth. Scientific minds in the world, and my grandfather. What? I knew you were behind all this. Stop it right now, or else... I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you? You're still alive. Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be. What is this? This is my grandfather's diary. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The colony was completely shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. The Ark was shut down under the premise that there had been an accident. I found Maria's name among those who died when the Ark was shut down. She meant everything to me, and I couldn't bear the thought that she died because of my research. I lost everything. I had nothing more to live for. I went insane. All I could think about was to avenge her. Somehow, some way, I got scared as I no longer was able to control my thoughts. All I could think about was that I wanted it all to Based on my original projections, I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect, pure. I will leave everything to him. If you wish, release and awaken it to the world! If you wish to fill the world with destruction,
Oh, so that's why you released Shadow from the base. The core of the Eclipse cannon is now highly reactive and explosive. This is because the Chaos Emerald is overpowering. If the colony collides with Earth, it will shatter into pieces like my grandfather Ricky. That mad scientist! That should be you, right? We have to stop the space colony now! The space colony arc position may have shifted due to the amount of energy given off by the emeralds. We have to stop the energy. But how? That's it. There is a way to stop the energy. We have to use your emerald. You're the one that told me that the Master Emerald has the power to stop the Chaos Emerald. That's right. If I use this, I just might be able to stop the Chaos Emerald. The reaction of the Chaos Emerald is moving toward the cannon's core. It may be too late. There still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. I'm the world's fastest hedgehog. Then, let's get to work. Wieso war der Master Emerald gerade klein genug, um in Knuckles Hand zu passen? Das. Okay, warum? System Alert. System Alert. The intruder has reached the system area. Oh nein. Ist Tails wenigstens der schnellste Fuchs auf der Welt? Ah, nicht die Teile schon wieder. Warum? System Alert. System Alert. The intruder has breached the system area. Initiate debug programs. Okay. Ach, du bist jetzt einfach mal egal. Vor allem muss ich aber da unten hin. Na komm. Die Steuerung ist gerade ein bisschen bescheuert so, aber okay. Oh Gott. There should be a security door somewhere.
So. Nee, das hilft uns nicht. Ich muss es stoppen, wenn es unten ist. Ah, okay. Jetzt als Eggman. Ah, okay, hier ist nicht so weit wieder so ein Bullshit. Boah, könnte vielleicht nicht billig sein? Die Ringe hätte ich locker kriegen können eigentlich, aber... Ich muss es ja falsch machen. So, und jetzt du. Kannst du vielleicht... Okay, das hat jetzt einfach funktioniert. Bitte was? Nee, so funktioniert das nicht. Ach, das Ding stoppt sogar den Timer. Aua. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen doof. Wäre nur doof, wenn ich jetzt kurz vor Schluss irgendwie alle Leben verliere. Draufschießen. Kannst du vielleicht bitte sterben? Warte, ich muss warten, bis die angreifen. Verstehe. So. Vorsichtig. Muss mal einer kommen. Wow, Moment. Portal.
Moment. Was? Das war jetzt aber nur bescheuert. Komm, erfasst das Ding. Möglichst viele Ringe einsammeln. Moment. Wie funktioniert das? Ich muss darüber, ne? Nee, so funktioniert's nicht. So. Vorsichtig. Warte. Oh, ich bin doch doof. Na, das war zu früh. Nicht zu früh, zu spät. Boah, kannst du vielleicht mit der Kamera nicht... So. Hier müsste Ende sein für Eggman. Oh, jetzt kommt Rouge. Ist ja nur doof. Was? Funktioniert das? Moment, da ist kein Wasser, aber das ist zu, da ist nichts. Da auch. Das sieht mir aus wie Lava, aber okay. Kann ich hier? Nee, ich kann da nicht. Moment, tut mir das überhaupt was? Wie funktioniert das hier? Boah, die Sounds. Da oben. Oder? Da ist aber zu. Da ist was. Das macht aber auch leider nichts.
Also es stoppt alles, aber ich sehe nicht, wo mir das weiterhilft. Wo soll ich überhaupt hin? Moment. Ah. Nee. Das funktioniert auch nicht. Ja, und ich komme da auch nicht dran, wenn die Zeit angehalten ist. Das ist unvorteilhaft. Was ist hier? Ah, okay, da ist... Ach, ich kann hier dann durch. Oh Gott, was? Ah, okay, ich kann klettern, so ist es nicht. Das hilft aber auch nicht. Komm, Ring. Pass auf. Nee, Moment, was? Wenn ich noch einen Treffer einstecke, sterbe ich. Ja, du kannst eine Menge nicht. Reines Timing. Ach komm schon, der war Das hätte locker klappen müssen. So, hier hoch. Das hier aktivieren. Hier durch. Das. Und jetzt muss ich irgendwie... Kamera bitte. Timing. So. So, jetzt muss ich wieder zurück irgendwie.
Boah. Moment, was? Ich muss die Zeit erst noch anhalten. Ich darf nicht noch einen Treffer hinnehmen. Ringe. Dankeschön. So. Ein paar Leben wären vielleicht nice. Oh Gott, das ist so ein Vieh. Ich kann die Tür nicht einschlagen? Komm schon, Knuckles. Ich kann auch die Zeiten irgendwo anhalten, ne? Komme ich da jetzt durch? Moment. Kann ich irgendwie... Das funktioniert aber so nicht, ne? Nee, so funktioniert's nicht. Warte. Kann ich? Ah, du sollst ihn werfen. Ja, das funktioniert tatsächlich, aber es bringt mir nichts. Da ist auch so ein Loch in der Decke, aber da komme ich auch nicht hin. Ja, nee, gerade kannst du hier nicht, aber sonst kannst du auch nichts machen, ne? Komm, hier muss irgendwas sein. Moment. Oh, ich kann hier noch hin. Komm. Mach das Teil an. So. Jetzt? Da ist irgendwas, wo ich mich dran festhaken kann, aber wie soll das gehen? Häng ich jetzt hier fest oder wie? So springt Knuckles aber auch nicht. Hier kann ich nur graben, aber sonst nichts. Wow,
die Ringe fallen auch einfach durch den Boden. Moment. Ah. Ah. So, irgendwo noch Ringe? Unten sind, glaube ich, noch welche. Oh ja, hallo. So, und jetzt können wir hier rein. Oh, warte. Ja, jetzt bin ich einfach ertrunken, ne? WTF. Ach. Komm. Ich darf nicht nochmal sterben, sonst kann ich das Ganze nochmal machen. Wow. Warte, jetzt sind die Luftblasen. Danke. Boah. So, nochmal eine Luftblase bitte. Warte, das ist zu viel. Warte, ich muss das Ding nochmal drücken, ne? Ich bin jetzt leider so leicht paranoid, was das angeht. Kann ich vielleicht auch ein bisschen schneller schwimmen? Ach komm! Nein. Nein. Jetzt ernsthaft. System Alert. System Alert. Okay, speed up. Lichtgeschwindigkeit. Okay, wir sind wieder bei Knuckles. Ich habe dieses Mal keine Leben verloren. So. Dieses Mal wusste ich ja zum Glück, was mich erwartet. Ich habe darauf geachtet, die Fehler nicht wiederzumachen. So, das hier ist aber absolut schrecklich. So.
man nicht schneller fliegen kann, schwimmen kann. Kannst du vielleicht die Blase nehmen? Oh, ich bin noch mehrfach durch die Blase durchgeschwommen, Leute. Lichtgeschwindigkeit! Alter! Ja, hab langsam eigentlich auch keinen Bock mehr. Moment. Okay, Leute. Wenn man ein Update, nicht ein Update, ein Upgrade an irgendeinem Punkt in einem Spiel praktisch benötigt, um weiterzukommen, halte ich es für schlechtes Spieldesign, wenn dieses Upgrade optional ist und man in ein altes Level zurückgehen muss, um es zu bekommen. Mir fehlte nämlich das Air-Necklace. Wenn man das hat, kann Knuckles nicht ertrinken. So. Du stirbst. Luft kann mir jetzt scheißegal sein. Muss jetzt nur halt immer aufpassen, dass ich halt nicht getroffen werde, aber das ist noch... Das ist leicht geirrter, wenn man sich nicht noch gleichzeitig um Luft kümmern muss. Weil sowas könnte ich halt echt kotzen, ne? So. Hier rein. Ja, er hat das Air-Necklace. So, ich hätte aber gerne mal die Bombe, damit alle hier tot sind. So. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich jetzt schon ertrunken, aber... Schneller schwimmen geht offenbar wirklich nicht. Das Ding müssen wir jetzt triggern. Ach komm. Da. Das hier ist ein bisschen sehr knapp berechnet, glaube ich. So. So, das hier ist geschafft. So. Durch? Ja, so. Jetzt nach über einer Stunde, zumindest an Aufnahme, ich habe viel wahrscheinlich beschleunigt, dann hoffentlich mal zum einzigen Teil, der halbwegs gut sein dürfte. What the fuck? Ich hätte es irgendwo die Zeit verlangsamen müssen, ne? Ja, da. So. Wenn sie geslowt sind, ist das nicht auch der einzige Zeitpunkt, wo die Dinger hier mal halbwegs nicht... Ja, danke, dass du es mir erst jetzt sagst. Zum Glück habe ich irgendwie ein paar Leben mehr als normal. So. Wo soll ich denn überhaupt hin?
Ich kann auch nichts sehen. Kann ich vielleicht sehen, wo ich hin soll? Ja, ich habe nur noch die Hälfte meiner Leben. Sagte ich, das hier wird der halbwegs einzige, halbwegs spaßige Teil? Ich glaube, das wird sogar noch anstrengend. So. So, kann. Oh nein. Das hat nicht funktioniert. Kommt das Vieh jetzt bitte zurück? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ja, das hat hier aufgemacht oder war das schon vorher offen? Oh Mann. Ernsthaft? Wie kann die Strömung so stark sein? Schau. Irgendwas? Ah, warte. Moment, da komme ich gar nicht hin. Hä? Ich müsste doch irgendwo die Zeit verlangsamen können. Hier geht's durch. Ah. Moment, müssten die Dinger nicht dann weg sein? Ah. Oh shit. Warum existiert das hier? Hatten die Architekten von Space Colony Ark nichts zu tun? Oh ja, danke. Das hat ja jetzt auch nur ewig gedauert. Also ich nehme seit einer Stunde auf. Mit einer Unterbrechung. Das ist so eklig.